bis zum Abwinken und geile Schlampen in meiner Bude, das turnt. Und du bist der Einzige aus dem Club, den ich einlade, also halt dicht. Bist du das, Ray? Ja, Mom. Ist das der schicke Gavin Ellis da bei dir? Der einzigartige Mrs. Jenkins. Ich fahre nur den Vereinsmann des Jahres heim. Ja, ja, der Vereinsmann des Jahres kann dann mal zum Tischdecken hereinkommen. John? War lang nicht mehr in der Edwin Street. Ja, die haben eine Veranda angebaut an dein altes Haus. Heutzutage musst du sowas haben. Danke fürs Mitnehmen. Denk mal über das Thailand-Angebot nach. Den Stoff durch den Zoll bringen, wieder ausscheißen und fertig ist die Laube. So leicht hast du noch nie 8 Riesen angesagt. Klar. Kauf dir ein schönes Auto, lass die Bräute tanzen. 8 Riesen wären echt sauber für dich oder deine Mom. Nein, Kumpel, tut mir leid. Ich bin nicht dein Mann. Ich wäre außerdem nicht gut darin. Bezahl Johns Schulden, dann muss deine Mom nicht mehr Karten spielen gehen. Wovon sprichst du? Du musst jetzt nichts sagen. Lass erst mal sacken. Sag mir bei der Party Bescheid. Hier ist ein bisschen Taxigeld. Na, nimm. Worauf wartest du? Nimm schon. Fürs Taxi. Es gibt noch viel mehr da, wo es herkommt. Geile Schlampen! Los, schnell weg hier! Was hat Sonja gesagt? Läuft nicht, sie hat mir fast den Kopf abgerissen. Komm schon! Ray! Du darfst ab jetzt bis zur Auslieferung nichts mehr essen, mit Ausnahme der Mahlzeiten im Flieger. Sonst würdest du dich verdächtig machen, okay? Wenn wir nach Hause kommen, seil dich von deiner Mom ab. Keine Ahnung, wie du es anstellst, aber du musst um 6 bei mir sein. Alles klar? Du brauchst ein paar Sachen für den Flughafen. Ein Baumwollhemd. Ist luftdurchlässig, verbirgt den Schweiß. Fotos, Souvenirs. So siehst du harmlos aus. Codein. 2 davon machen eine Woche Verstopfung, Junge. Mach die Luke auf. Gut. Und jetzt den Rest. Wo sind deine? Ich hab schon. Du hast gesagt, dass wir es zusammen machen. Hast dich verhört. Doch, du hast gesagt... Du hast dich verhört.